Dann wollen wir doch erstmal hier gucken, bevor wir weitergehen. Da brauchen wir einen Schlüssel, um bei Dr. Kreuz ins Büro zu kommen. Was wohl in diesem Zimmer ist? Vielleicht so ein Zimmerchen für Ginger damals? Lecker, riecht wie Benzin. Na super. Okay, hier scheint anscheinend nichts zu sein. Okay, er wird Your partner behandelt. got hit pretty hard. I'm astonished he's still alive. Can you pass me that spirit bottle, so we can get Mr. Tough Guy here cleaned up? Oh, guck mal, was wir da haben. Ach so, okay. Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre jetzt schon wieder so. Okay. Uff, der Deckel sitzt bombenfest. Ich brauche mehr Grip. Lol. Versperrt. Da haben wir Handschuhe. Jetzt aber. I'm going to have to clean his wound. Ja, bitteschön. Thanks. This should do the trick. Normally this would burn like crazy, but I don't think he can feel much right now. There should be some bandages in the locker. Ich trau ihr auch irgendwie nicht ganz. Sie ist echt zu lieb. Nachdem ich das da gelesen hatte, dass sie gerne mal so völlig ausrastet. Ah, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Riechsalz, ich glaube, damit werden wir den gleich aufdecken. This should stop the bleeding. This is all I can do for now. Radio station in Claudia's office. Here are the keys. Hopefully you'll reach someone over this storm. I'll be here with Owen if you need me. Ob das eine gute Idee ist, dass die zwei da alleine bleiben. Naja, wir wollen mal schauen, was wir hier finden. I did not expect to see this. What on earth happened here? Igitt. Oh, wir dürfen wieder rätseln. Na geil. Okay, hier liegen Sachen auf dem Boden. Da ist was zerbrochen. Die Gardine. Die offene Tasche, die Schublade. Eins fehlt noch. Das verschobene Bild oder verschwundene Bild. Oh, es fehlt noch eins. Oh ja, das ist kaputt gemacht worden. Na dann. Puzzeln wir das Ganze mal kurz zusammen. Gut. Das hat jemand auf jeden Fall so durchsucht. Das ist ganz klar. Claudia is trying to use the radio station, but loses her temper and hits the metal box. She is looking for something inside her bag. And on the shelves, she drops a few books on the floor. Hastily, she goes through her things on the desk. She goes through the drawers. She finds what she was looking for. She pours herself some water from the decanter. And spills. Claudia approaches the mirror. She swallows the sedative X. She takes a swing, smashing the mirror with her glass. She loses her balance and leans on the curtain.
Before leaving, she takes a photo off the wall. Now I know what happened. The radio station is my only hope. Okay. Okay, wir haben da einen Brieföffner. Ja, ein Brief wieder. An Schwester Ashley. Gewalt gegen Anschallpatienten wird nicht toleriert. Dies ist die erste und letzte Warnung, Professor Crow. Schon wieder sowas, wo jemand sagt, dass die Gewalt, Ashley gewalttätig ist. Aber uns gegenüber kommt die so nett vor und all so ein Kram. Ich traue ihr echt nicht. Es wird immer schlimmer. So, oh Gott, ich hoffe wirklich, dass das künstlich ist. Ja, ich auch. Eine Büroklammer. Was haben wir hier? Knöpfe. Können wir das abschrauben? Oh mein Gott. Da haben wir eine neue Batterie. Das müssen wir noch irgendwie sauber machen oder so. Unter dem Fleck ist bestimmt eine kleine Anleitung zum Funkgerät. Tja. Das Funkgerät wird wohl nicht funktionieren. Ja, okay. Dann müssen wir erstmal etwas finden, womit wir das sauber machen können. Oh, warte mal, in ihrer Tasche. Oh, okay. Obwohl, klemmt, okay. Können wir aufmachen. Sehr schön. Schlüssel und wieder ein Brief. Dr. Kreutz, Seths verschwundenes Vogelscheuchenkostüm hat nichts mit dem Verlust meiner Schlüssel zu tun. Ich weiß selbst, dass ich ein Alkoholproblem habe, aber dadurch bin ich nicht automatisch an allem schuld, was hier schief läuft. Gordon Lefty. Also das Vogelscheuchenkostüm ist auf jeden Fall jetzt von Seth, so viel steht fest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir hier noch irgendwas rausnehmen? Nein, können wir nicht. Okay, dann können wir das... Oh. Hä? Das ist Seth und sein Kostüm, aber das Kostüm lebt noch. Lebt noch. Was heißt das? Es steht neben ihm. Er hat es nicht selbst an. Dann machen wir das mal sauber. Oh je. Setz die Batterien an die richtige Stelle. Die Leistungszahlen sollten dich auf die richtige Spur bringen. Also Pink muss auf 60. Ich sehe aber keine 60 hier. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen für mich jetzt gerade. Was haben wir denn hier? 100 zweimal. Hier sind 175. 75. Grün soll 75 haben, aber hier steht nirgendwo 75. Wir haben hier 65 und 80. Warte mal, hier vielleicht. Okay, das scheint anscheinend schon richtig zu sein. Wieso auch immer. Grün haben wir
Oh Gott. Naja gut, wenn die beiden schon mal leuchten, dann tauschen wir die einfach hin und her. Tja, jetzt hatte ich beide schon so gehabt, aber das passt irgendwie nicht. 5. 95. Rot ist 25. Ich denke mal, wir müssen das hier irgendwie zusammenrechnen. Gelb ist 40. Pink ist... Ja. So, das wären jetzt 100. Pink ist 60, dann müssten wir 5 hier hin tun. So, dann haben wir die 65. So, 65 und grün ergeben 80. Oder? Oh, okay. Also ich denke, man muss irgendwie gucken, dass die... Hier pink haben wir 60 und gelb haben wir 40. Und so mit ergeben die beiden 100. So wird das wahrscheinlich dann funktionieren. Hello, can anyone hear me? This is Nemesine Asylum requesting assistance. This is Baywatch Patrol. What is your emergency? There has been a murder. The suspect is armed and is still at large. We also need medical assistance and evacuation from the island. Copy that. The storm will slow it down, but we will... Darn! Not now! Ugh, now what do I do? SOS. I've lost the signal. Maybe something's wrong with the cable outside. Jetzt müssen wir bestimmt wieder auf das Dach an die Antenne, die wir mal schon mal am Anfang gesehen hatten. Oh. Seems someone has cut the cable while you were on the radio. Perhaps Ashley knows what to do. Check with her in her room. Das ist doch hier unser Kollege. Owen hat sich einen Kampf mit dem Pfleger geliefert. Okay, ich dachte, jetzt steht vielleicht was drin. Das ist 100% unser Kollege. Try anything funny and you'll regret it. You are not spoiling the plan. Kapitel 7. Oh, scheiße. Er muss unter Hypnose stehen. Ich muss das irgendwie rückgängig machen. Tja, ich würde ja sagen mit dem Riechsalz, aber durch die Tür ist ein bisschen schlecht. Okay, es steht nichts Neues über ihn hier drin, aber vielleicht über die Ashley. Nee. Okay, fangen wir von links nach rechts an. Dies und das, aber nichts Persönliches. Ein ungewöhnlich gut verpacktes Paket. Was da wohl drin ist? Ja, müssen wir mal gucken. Was ist denn das? Eine Scheibe. Okay. Das Päckchen müssen wir irgendwie aufkriegen. Diese Schublade ist mit einem Schloss gesichert. Okay. Hallo, kleiner Papagei. Willst du rauskommen? Feed Polly! Polly tells you secret! Ruck! Polly knows a secret! Polly knows a secret! Ruck! Ha, wie geil. Okay, wir müssen anscheinend ein paar Kekse oder so finden, damit er gefüttert wird und uns ein bisschen was erzählt. Drehe die Blumen so, dass jeder Marienkäfer nur eine einzige Farbe hat. Okay. Das heißt, der hier ist lila. Der hat hier rot. Nee, der hier muss, glaube ich, gelb sein. Obwohl der zweimal rot hat, ne?
leicht verdreht. Gelb, blau, gelb, blau. Sehr schön. Gut, wir können was zusammenbasteln. Eine Wäscheklammer. Die haben wir hier. Make-up-Pinsel. Da, sowas, ne? Ja. Handschuhe, Vogelfutter. Tja, ich denke jetzt an ein paar Kekse. Ah, hier diese Stange, sehr schön, okay. Lippenstift, eine Halskette. Ein Gehstock. Das ist kein Gehstock. Ist das ein Gehstock? Nö. Da oben. Eine Ballerina. Ein Ausweis. Wo sehen wir denn hier? Ah, den Pass hier oben. Genau. Eine Brille. Da. Und ein Hut zum Ende hin. Sehr schön. So, dann füttern wir mal unseren kleinen Polly oder wie er hieß. Stupid cage! Move the stupid cage! Move the parrot! My back! Heavy cage! Colorful carpet! Run! Oh. Oh Gott. Oh nein. Wollen wir da wirklich runter? Ich weiß ja nicht. Ja, wir überlegen mal kurz. Ah, nach einem schönen Schluck Wasser gehen wir mal runter. Oh Gott. Oh Gott, komm schon. Ich kann nicht viel im Dunkeln erkennen. Ich erkenne genug. So viele Masken. Was ist los? Ah ja. Das sind die zwei Doktoren und der Hausmeister. Oh Gott. Das hört sich echt nicht gut an. Der Bohrer ist hinüber. Aber wie bekomme ich ihn heraus? Ja, da fehlt wohl noch ein bisschen was. Sie bastelt diese Dinger. Oh Mann. Zustand tiefer Hypnose. Ohnmacht möglich. Ach so, wenn die Augen nach innen drehen, ist der Zustand eine Hypnose. Drehen sie sich nach außen, ist die Ohnmacht möglich. Oh Gott, was für ein... Oh Gott, komm schon. Muss ich so einen Blödsinn jetzt bauen oder was? Oh Gott, oh Gott. Zwei rote Augen, eine lilane Maske, irgendwas Blaues, vielleicht der Zettel oder so. Und die ganzen Bauteile plus ein Ziehmechanismus, damit der Mund aufgeht. Also wir haben auf jeden Fall noch nicht alles da. Ich denke mal, ein Auge fehlt. Und ein Auge ist nicht gerade im guten Zustand. Oh, oh. Igitt. Ha, 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 ha. Ja. Ich lach mich kaputt. Oh Gott, ist das eklig. Noch mehr Köpfe. Boah, wenn wir gleich von hinten sowas von überrascht werden. Oh Gott, oh Gott. Tja, was müssen wir denn jetzt machen? Oh, wir können wieder was basteln. Okay. Bohrfütter, Futterschlüssel. Wie zum Henker... Okay, da haben wir ihn. Eine Parfümflasche, Kleiderbügel,
Ein Armband. Eine Armbanduhr, okay. Geldscheine. Ein Dekokopf. Knopf, nicht Kopf. Okay. Eine Haarbürste, eine Schleife, ein Spiegel, ein Kamm, Garn und Rose. Und da ist die Rose. Okay. Jetzt können wir bestimmt den Bohrer abmachen. Okay, und jetzt? Wir brauchen einen neuen Bohrer. Der liegt nicht zufälligerweise hier irgendwo, oder? Auch wenn hier so viel Kram liegt. Und wozu sind diese zwei Klammern? Vielleicht hierfür? Tatsache. Ah. Denk an mich, Robin. Oh, wenn das Ashley ist. Ist sie vielleicht die große Schwester von ihr hier? Wie hieß sie nochmal? Familienbande, ja, Moment. Robin. Ginger, genau. Warte, wir schauen uns mal Ashley an. Die sieht doch voll so aus. Robin ist eine Sie. Natürlich. Sie ist Gingers ältere Schwester. Es geht hier also um Rache für den Tod ihrer Schwester. Oh Mann. Oh Mann, das ist echt. Das ist echt fies. Da mal das zweite Auge. Tagesspiegel. 4. Juli 1954. Medizinstudentin überfallen. Das Opfer liegt im Koma. Über die Motive des Verbrechens ist noch nichts bekannt. Ashley Jones, Augenfarbe grün, Größe 1,70. Hat sie jetzt nur Kontaktlinsen drin? Grüne Augen? Das muss die echte Ashley Jones sein. Naja, aber da hat sie grüne Augen und da hat sie braune Augen. Entweder sind es Zwillingsschwestern oder sie hat Kontaktlinsen drin. Oh, das ist jetzt echt... Nein, nein, Moment, ich wollte zurück. Wir haben den zweiten Knopf und wir dürfen jetzt wieder puzzeln. Setze die Puppe mit den richtigen Teilen in die richtige Reihenfolge zusammen. Schaue dir das dazu die Zeichnung an. Wir packen zuerst die ganzen Stöcke und den Kopf hier drauf. So, und dann die zwei Knopfaugen kommen da oben. Okay, dann erst das. Nee. Dann erst das Papierstückchen, dann kommt... Nein? Okay. Okay, dann kommt erst diese Schablone da drauf. Dann kommt 4, 5, 6. Okay, dann kommt also erst das hier. Nee, da fehlt doch was. Nee, ist schon richtig so. Okay. Oh Gott. Ich mag dich nicht. I hope it'll work on Owen. Wenn wir jetzt rausgehen, passiert mit Sicherheit irgendetwas. Wow. Na, dann gucken wir doch mal. Wie kommen wir hier raus?
Oh, da war ein Gesicht. Moment. Na, komm. Da haben wir ein Gesicht. Cool. Tja. Oh, können wir das damit... Tatsache. Was haben wir denn da? Den Bohrer. Okay, dann müssen wir nochmal runter. Und wir haben eine Bohrmaschine, wozu auch immer. Und jetzt... Jetzt kommen wir nicht weiter. Ich kann nicht an die Tür, wo der Owen gerade steht. Oh, ich sehe aber gerade die Klamotten von Ashley hier rumfliegen. Also sie wird mit Sicherheit irgendwas im Schilde führen, sage ich mal so.